Ordnung versus Chaos. Wie sieht es in deinem Kopf aus? Ja, es gibt diese Theorie in der Psychologie, dass der Zustand unseres Geistes, der Zustand unseres Gehirns Chaos ist, wenn wir nichts machen. Ja, wenn wir nicht etwas haben, um unseren Geist zu ordnen, dann entsteht schnell Chaos in unserem Kopf. Und durch zum Beispiel Meditation können wir unsere Gedanken ordnen, wir strukturieren unsere Gedanken, wir strukturieren unseren Geist. Ja. Wir machen das entweder durch Meditation oder durchs Schreiben, ich denke auch teilweise durchs Lesen. Ja. Jede Tätigkeit, die wir tun, um irgendwie uns selbst zu finden, um irgendwie uns zu entspannen, denke ich, fördert die Ordnung in unserem Geist. Ja. Und ich habe das selber an mir erlebt, ja, wenn ich zum Beispiel lange nicht meditiere oder lange nicht etwas tue, um klarer zu denken, dann wird alles sehr wild in meinem Kopf. Ja, sehr viele schräge Gedanken oder nicht schräge Gedanken, aber vielleicht negative Gedanken oder generelle Unordnung. Ja, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren und so weiter. Ja, wie war deine Erfahrung? Hattest du auch eine ähnliche Erfahrung? Ja, wie geht es dir, wenn du lange nichts machst, um deinen Geist zu strukturieren? Ja, ich denke, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ja, es gibt auch zwei Theorien, ja, in der Psychologie. Ja. Eine Theorie ist, dass wir im Naturzustand, wenn wir nichts tun, chaotisch sind. Wir sind sehr chaotisch und wir brauchen die Zivilisation, um geordnet zu sein. Und das ist der Grund, warum wir uns entwickeln müssen, warum wir ja, die Zivilisation brauchen und andere Menschen brauchen, die uns reflektieren, wie wir sind, um unsere Gedanken zu strukturieren. Eine andere Theorie ist, dass wir von Natur aus geordnet und strukturiert sind und dass andere Faktoren die Unordnung bringen. Ja? Und dass wir ja, natürlich geordnet sind und strukturiert und gut und alles. Und ja, das ist eine Theorie. Die andere Theorie ist, wir müssen ständig etwas tun, um unsere Gedanken zu ordnen. Ansonsten geht es uns nicht gut. Ja? Also ein Beispiel ist auch, oder eine Sache, über die man nachdenken kann, ist, wie es Leuten ergeht, die eingesperrt sind. Ja, Leute, die eingesperrt sind, ja, denen geht es sehr, sehr schlecht. Ja. Also manche Leute bekommen dann einen sehr chaotischen Geist oder einen noch chaotischen Geist, weil sie nicht mehr die Zivilisation haben oder bestimmte Tätigkeiten die Ordnung in ihren Geist bringen. Ja. Andere Leute haben das Talent, dass sie immer Ordnung in ihren Geist bringen können. Ja, es gibt manche Leute, die viel gelernt haben im Gefängnis. Ich glaube Malcolm X zum Beispiel. Und diese Leute hatten vielleicht etwas, um ihren Geist zu strukturieren. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich denke, es ist wirklich wahr zumindest, dass immer ein Konflikt ist im Geist, ja, Ordnung versus Chaos, ja, und es ist eine gute Idee, meiner Meinung nach, sich zu überlegen, okay, wie kann ich meinen Geist
strukturieren? Wie kann ich meine Konzentration fördern? Denn ich denke, oft ist ein Problem, zumindest bei mir, ich bin gespannt, wie es bei dir ist, oft ist bei mir ein Problem, dass ich nicht konzentriert genug bin. Ja, beziehungsweise ich bin sehr konzentriert, aber wenn ich noch konzentrierter wäre, könnte ich noch mehr erreichen. Ja, wir alle haben Ziele, ja, und wenn wir aber nicht konzentriert sind, wenn wir nicht 100% konzentriert sind, dann werden wir abgelenkt von dies und von jenem. Aber wenn wir 100% konzentriert wären, dann würde es doch heißen, dass wir konsequent unsere Ziele verfolgen, Schritt für Schritt. Ja. Und ich denke, je näher wir diesem Ideal kommen, desto mehr können wir erreichen, desto mehr können wir schaffen. Gut, ich habe sehr viel geredet. Ich bin gespannt, was du denkst. Also da bin ich echt gespannt, was du denkst, denn vieles von dem, was ich gesagt habe, es sind nur Theorien in meinem Kopf und ich bin gespannt, was andere darüber denken. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.